Schönen guten Morgen und willkommen zu einem neuen Vlog. Heute möchte ich mal wieder in die Kategorie Retro-Vlog. Und Retro-Vlog habe ich mir heute ausgesucht, die Canon EOS 750D mit dem 10 bis 18 mm. Das heißt, ja, eigentlich so. Willkommen im heutigen Video. Ich will mich gerade fertig machen zum Laufen und beim Laufen kann ich natürlich diese Kamera nicht nutzen. Von da an muss ich an dieser Stelle ein kleines bisschen mogeln. Das heißt, hier kommen definitiv Aufnahmen von der vom Osmo Pocket. Aber ansonsten wird der ganze Tag mit dieser Kamera stattfinden. Wow, ich bin gespannt. Bin wieder da. Oh, ganz schön frisch draußen, aber wenn man läuft, geht's. Und ja, was soll ich sagen, ne? Ich stelle jetzt schon fest, mit der Kamera es ist nicht ganz so einfach, weil die absolut nicht lichtstark ist. Also ich muss Licht anmachen, ich sitze jetzt direkt vorm Fenster, damit ich irgendwie nicht noch eine Softbox aufstellen muss. Also der Unterschied ist eklatant zu meiner Sony. Naja gut, nichtsdestotrotz, ich hau mich jetzt kurz in die Wanne, dass ich wieder komplett warm werde und dann schauen wir mal, was noch passiert. In der Wanne werde ich mir, glaube ich, die neue Folge von der Vikings Staffel 6 angucken. Die habe ich noch nicht geguckt und ja, dann kann es mal weitergehen. Ansonsten steht heute nicht viel an, außer Arbeit. Diesen Move habe ich irgendwie vermisst. Dieses Casey Neistat-mäßige, dieses Hallo. Es geht halt leider nur, also analog zumindest, nur mit so einem Objektiv und nicht mit einem Festbrennweitenobjektiv. Da könnte ich es höchstens digital machen und ich weiß nicht, ob es da dann so geil wirkt. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Bin ich wieder frisch. Es war sehr lustig. Ich habe in der Wanne mit dem Johannes vom Alltagsvlog gerade noch einen Motovlog aufgenommen. Das heißt, wir haben telefoniert. Also nicht, dass ich mich gefilmt hätte, wie ich in der Wanne war. Nicht, dass ich das nicht schon gemacht hätte. Egal. Auf jeden Fall war sehr lustig. Wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, was wir im Sommer mit unserer Bubble so vorhaben. Und ja, es wird mega. Ich glaube, wir freuen uns alle tierisch drauf. Und ja, jetzt habe ich aber so komplett die Zeit vergessen. Wir haben es 4:30, um 6 Uhr soll mein Video online kommen. Das heißt, ich bin jetzt ein kleines bisschen im Stress, weil ich noch nicht ganz fertig bin. Also, sorry! Ja, ein bisschen knapp, aber passt noch. Gut, oh, eigentlich, puh. Ich müsste noch Wäsche waschen und eigentlich muss ich auch noch was essen und ich habe noch 3,5 Stunden Zeit, bis ich zur Arbeit muss. Aber ihr kennt mich, ich kann sowas ganz, ganz schnell mal verdatteln, indem ich mich einfach auf die Couch setze und zocke oder Fernsehen gucke, beziehungsweise Netflix gucke oder sowas. Ich hätte voll Bock auf Pfannkuchen. Ich muss mal gucken, ob ich noch Apfelmus im Haus habe. Nachdem, kleiner Funfact, ich habe ja das letzte Mal, als ich Pfannkuchen gemacht habe für Angie, habe ich gesagt, ich habe kein Mehl mehr. Und Angie hat jetzt neulich in meinen Schrank reingeguckt und das kann ich euch eigentlich nicht erzählen, das muss ich euch zeigen. Krass, oder? 4 Kilo Mehl. Oh, ich habe kein Mehl mehr. Hm. So, jetzt. Also Mehl habe ich genug, Apfelmus habe ich gesehen, habe ich auch. Ich habe sogar Eier. Geil. Das wird was. Ich mache mir Pfannkuchen. Kennt ihr das, wenn man so für sich alleine kocht und irgendwie die Mengen ein bisschen falsch abschätzt? Ist mir irgendwie passiert.
diesen ganzen Berg tatsächlich geschafft. Jetzt fühle ich mich allerdings auch wie so ein Pfannkuchen. Boah. Am besten gleich was dagegen machen. Geh mal runter in den Keller, werf eine Maschine Wäsche an. Boah. So, Wäsche habe ich auch gemacht. Dann habe ich heute echt das Gefühl, was geleistet zu haben. Also ich war laufen, ich habe Wäsche gemacht und heute ist nicht Freitag. Also Freitag ist ja mein Aufräumtag, das ist dann wieder morgen. Ich habe jede Menge Pfannkuchen gemacht und habe die auch gegessen. Ja, aber was muss, das muss. Und jetzt freue ich mich, dass ich gleich zur Arbeit gehen kann, weil ich hoffe, dass es die letzte Nachtschicht ist. Das erfahre ich nachher, wenn ich meine E-Mails auf der Arbeit abrufe. Im schlimmsten Fall muss ich nochmal zur Sonderschicht. Ich hoffe nicht, ihr könnt mir gerne die Daumen drücken. Ja, was soll ich sagen zu dem Retro-Vlog mit der schönen, netten Kamera, die ich ehrlich gesagt lange nicht in der Hand hatte. Und naja, also gerade mit dem Objektiv muss ich sagen, puh, es ist schwierig, weil durch eine Blende, jetzt im Moment 5,6, das ist echt dunkel. Also ich habe in der Wohnung jetzt nicht anders Licht an als sonst auch und trotzdem sieht es irgendwie, zumindest jetzt auf dem Display, doof aus. Außerdem, mir fehlt meine Tiefenunschärfe, ne? Also mein Bokeh. Man ist ja doch so ein bisschen verwöhnt. Das heißt, morgen werde ich mit großer Freude, mit wirklich ganz großer Freude, wieder zu der Kamera hier greifen. Auch wenn ich zugeben muss, sie ist tatsächlich schwerer. Also wenn ich sie jetzt so nebeneinander, sie ist echt schwerer. Mag aber jetzt auch an der Kombination Objektiv, Kamera, Mikrofon liegen. Weil, ich sag mal, die Canon EOS 750D selber wiegt nicht viel. Das 10 bis 18 ist auch nur so ein Plastikbomber, das wiegt auch nichts. Jetzt im Moment habe ich das Video Micro drauf von Rode. Das ist quasi ja auch nur dieser kleine Puschel. Es ist mega. Also vom Setup eigentlich viel leichter, kleiner nicht, aber viel leichter. Aber nein, es ist nichts, wo ich auf Dauer wieder drauf zurückgreifen wollen würde. Ich meine, ich habe auch noch lichtstärkere Objektive dafür, da wäre das wieder ein anderes Thema, aber ich wollte ja jetzt heute extra mal hier mit dem Weitwinkel wieder arbeiten. Und ich muss sagen, der Weitwinkel an sich finde ich gut, aber die ganze Kombi, nee, da bin ich dann doch froh, dass ich im letzten Jahr den Schritt gewagt habe und mir die Sony gekauft habe. Ich glaube, das hat mich qualitativ doch eine ganze Ecke weitergebracht. Naja, gut, genug gelabert über die Technik, die heute den Vlog begleitet hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet um 18 Uhr. Ich versuche pünktlich zu sein. Nein, ich war jetzt irgendwie schon 50 Tage lang pünktlich. Also meistens. Heute war es echt knapp, aber hat ja alles funktioniert. Das kriegt ihr gar nicht mit, was im Hintergrund abläuft. Ja, Johannes hatte das mal geschrieben in einen Kommentar neulich. Er hätte gerne so eine Art Making-of von einem Vlog, also so Hintergrund. Und ich habe das schon mal gemacht. Da habe ich einen Vlog quasi gedreht und am selben Tag habe ich ein Behind-the-Scenes dazu gedreht. Wenn ich den finde, weil ich habe jetzt 780 Videos oder sowas online, wenn ich den finde, dann werde ich den verlinken. Ich weiß immer nicht, in welcher Ecke, es ist mir auch scheißegal. Ich werde ihn auf jeden Fall suchen und wenn ich ihn finde, dann werdet ihr ihn da auch sehen. Gut, das soll es gewesen sein. Ich hau mich jetzt aus meiner Jogginghose in eine normale Hose und werde dann zur Arbeit fahren. Ja. Drückt mir die Daumen, dass es das letzte Mal ist. Wir sehen uns morgen. Ciao!